Wir waren eine liebevolle Familie. Ich hatte einen perfekten Ehemann, einen hart arbeitenden, fürsorglichen, lebhaften Mann, der auch für unsere schönen Zwillinge ein perfekter Vater war. Ich erinnere mich an die Tage, als er mich umwerben musste. Er hat mich dazu gebracht, mich so geliebt und beschützt zu fühlen. Unglücklicherweise wurde er vor über einem Jahr ermordet. Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand das Herz herausgerissen. Ich war eine Woche lang untröstlich. Ich habe versucht, für meine Töchter da zu sein. Sie waren erst 4 Jahre alt, zu jung, um die Schwere der Situation zu verstehen. Sie wussten nur, dass ihr Vater Urlaub machte und sie ihn nicht so bald wiedersehen würden. Die Unterstützung, die meine Familie und Freunde gezeigt haben, war immens. Ich hätte es ohne sie nie geschafft. Es sind fast 5 Jahre vergangen, seitdem ich meinen Job gekündigt hatte und zu Hause geblieben war, um mich um die Kinder zu kümmern. Sie haben mir geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, einen Job zu finden. Sie passten sogar abwechselnd auf die Kinder auf. Ich bin dankbar, in der Nachbarschaft zu leben, in der ich mich gerade befinde. An den meisten Tagen reicht ihre Liebe und Unterstützung aus, um mich durchzubringen. An den meisten Tagen. Vor ungefähr 4 Monaten wurde meine kleine Ria krank. Es begann mit einer milden Erkältung, doch später wurde es ernst, als das Erbrechen begann. Als es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen andauerte und noch ernster wurde, schlugen meine Eltern vor, dass ich sie zum Arzt bringen sollte. Meine Finanzen waren nicht so toll, also konnte ich mir damals nur einen Ausflug in die öffentliche Klinik leisten, wo es für 500 Patienten nur einen Arzt gibt und keine Spezialisten. Der gelangweilte Arzt sah sie nur an, bevor er einige Medikamente vorschrieb. Sympathie drang von allen Seiten ein, wovon einige kaum zu erwarten waren. Meine Nachbarn sammelten sich und bereiteten Mahlzeiten für meine Kinder zu. Meine Eltern boten an, auf sie aufzupassen, aber die Mutter in mir konnte sie nicht gehen lassen. Meine Freunde kamen öfter vorbei. Es hat mich für eine Weile aufgeheitert. Ich habe heute die Lieblingsgerichte meiner Töchter für das Weihnachtsessen zubereitet. Ich möchte, dass sie sich mit jeder Unterstützung so geliebt fühlen, wie ich mich geliebt fühle. Sie sind der Grund für die Aufmerksamkeit, die ich heutzutage erhalte. Nun, da ich das Insektengift aus der Ecke des Schrankes unter der Spüle herausnahm, bin ich in einem Dilemma. Glaubst du, ich werde mehr Liebe bekommen, wenn heute eine Tragödie eintritt? Oder wenn die Krankheit lange andauert?